Ja, und willkommen zurück zu Crusader Kings 3 mit unserem Prinzen Brikisho, der armenischen Fürstentümer. Es gab jetzt eine Woche lang Verzögerungen, denn ich habe es vergangene Woche nicht geschafft aufzunehmen. Und nun, ich muss auch gestehen, dass dieses Projekt jetzt hier bald zu Ende gehen wird, denn es ist auch ein großes Update angekündigt für kommende Monat in 3-4 Wochen und dann werde ich damit ganz neuen Content aufnehmen. Aber dazu erzähle ich gleich noch ein bisschen was. Wir beginnen erstmal und Prinz Brikisho hat etwas Großes vor. Er möchte nicht nur das Byzantinische Reich destabilisieren, er möchte es nahezu vernichten und damit die Gefahr aus dem Westen bannen. Und damit wird er nun hier und jetzt beginnen. So, wir gehen rein. Und ich werde natürlich auch die Kamera wieder anschalten. Hallo! Die Kamera ist wieder mit dabei. Ich habe natürlich jetzt ein paar Tage nicht so richtig alles auf dem Schirm gehabt, wie ich es gerne gehabt hätte, aber so ist es nun mal manchmal, wenn man nicht ganz so viel Zeit hat, wie man möchte. Und ich gehe nochmal kurz darauf ein, was zuletzt geschehen ist. Man hat dafür gesorgt, dass direkt hintereinander mehrmals der byzantinische Kaiser ja, unglücklicherweise verstorben ist. Und nun ist hier ein nulljähriges, kleines Kind an der Macht, das wahrscheinlich nicht durch dieses Kind geführt wird, das geht gar nicht, ja, das ist ein Säugling, sondern durch irgendeinen Vertreter, zum Beispiel hier. Der nächste in der Erbfolge wäre Prinz Leon II., der hier auch gar nicht mal so schlecht aufgestellt ist, also von den Werten her ist keusch, religiöser Eiferer auch. Er sitzt hier in Sizilien, in einer kleinen Grafschaft. Nun, ihr seht auch, die Kamera ist ein bisschen anders positioniert. Ich werde das jetzt einfach mal ausprobieren und auch nochmal dazu kurz erklärt. Es gibt ein größeres Update, wo es dann auch viele, viele Neuheiten gibt. Ich finde eigentlich diesen Spielstand hier extrem spannend, aber ich schätze, das wird nicht miteinander kompatibel sein mit dem nächsten großen kostenlosen Update und dem nächsten DLC, das jetzt demnächst rauskommen wird. Außerdem gibt es bald ein neues Projekt, was Crusader Kings 3 betrifft, hier auf meinem Channel. Dementsprechend, ja, werde ich dazu auch nochmal was anteasern, dann gibt es auch ein kleines Video dazu und dann wird da einmal die Woche ein großes Video erscheinen, das sehr lange geht, also werde ich nicht viel drum cutten, es geht um ganz viel Roleplay eigentlich nur. Ich begleite eine Multiplayer-Runde von etwa 10, 15 Personen und da bin ich in einer Sonderrolle als Admin und Wanderer, haben wir es genannt, sodass ich ganz viel versuche, Roleplay mit in diese Partie zu geben. Jedenfalls werden wir diesen Charakter hier noch zu Ende spielen. Er ist jetzt 30 Jahre jung, nach wie vor ein religiöser Eiferer. Er ist fleißig und demütig, aber auch ein undurchschaubarer Intrigenspinner. Und das wird jetzt hier zum Vorschein kommen. Er gilt als flexibler Anführer und Furtner, auch wenn Furten hier nach wie vor nicht wirklich gegeben sind. Und er ist athletisch geworden. Ja, und wird jetzt nun hier die ganz große Tat erstmal umsetzen. Wir gehen mal kurz in den Königshof, denn hier haben wir eine Kleinigkeit, die wir machen können. Prunk aus zweiter Hand. Die feinsten Kleider im ganzen Land? Gada. Vor allem deshalb, weil sie nicht aus diesem Land stammen. Glucks gewohnt, als ich es in seinem offenen Gemach vorbeigehe. Seine Stimme versprüht Liebreiz, doch trotzdem wirkt mein anderer Höfling unsicher. Nun, jetzt sieht man natürlich nicht perfekt, was hier für Antwortmöglichkeiten sind. Das ist so ein bisschen der Nachteil von der Positionierung der Kamera. Aber ja, hier verschiedene Möglichkeiten. Wir könnten sehr viel Geld zahlen, damit wir ein wenig Hofpracht bekommen. Das würde uns auch Anspannung abbauen und alle anderen wären jetzt nicht ganz so passend. Also meine Güte, die sehen ja wirklich verlockend aus. Wir zahlen hier ganz viel Gold, damit gewinnen wir die Prachtstufe und nun lassen wir doch unsere kleinen Machenschaften freien Lauf. Denn was wird er tun? Er braucht für die Vereinigung der armenischen Fürstentümer und dieses armenischen Großreiches einige Provinzen auch innerhalb des aktuell bestehenden byzantinischen Kaiserreiches. Außerdem ist es nach wie vor immer eine große Gefahr. Ja, es ist ein christlicher Glauben, der aus unserer Sicht tatsächlich einfach fehlgeleitet ist. Er ist nicht feindlich oder so, aber es ist nicht der christliche Glauben, den die Armenier schätzen. Und er wird jetzt hier eine Sache tun, die man so gar nicht erwarten würde. Er wird dem byzantinischen Kaiser Treue schwören. Und das ist ein Ding. Das ist wirklich ein Ding. Wir werden das schon mal abschicken. Und jetzt wird man denken, ja, aber wieso, weshalb, warum? Der Gedanke ist, man schließt sich dem byzantinischen Kaiserreich an mit der
mit dem Gedanken, wir möchten es stabilisieren dafür, dass es groß und mächtig ist und auch bleibt. Doch ingeheim werden wir Fraktionen loslösen, die dafür sorgen werden, dass dieses Reich hier hoffentlich auseinanderbrechen wird. Wir gehen hier weiter und eine Bauernpöbelfraktion hat sich aufgelöst und wir werden angenommen. Zahlen jetzt auch jede Menge Kram an ihm. Man sieht es hier in der Truppenstärke. Durch uns hat er jetzt knapp 2000 Mann hinzugewonnen. Wir werden wahrscheinlich ein paar wenige verlieren. Nun, so sei es eben. Aber wir werden jetzt auch hier die Fraktion beginnen gegen unseren Lehnsherrn. So, Freiheitsfraktion wollen wir nicht. Die wird jetzt auch bald ausbrechen. Nein, wir wollen keine Unabhängigkeit, sondern wir wollen eine Auflösungsfraktion starten, die wir sogar fast alleine stemmen könnten. Mit Hilfe unserer Verbündeten. Wobei, wir haben natürlich auch Verbündete, die im Reich sitzen. Das heißt, die würden uns leider nicht unterstützen können. Ärgerlich darum, aber so ist es. Und übrigens auch hier wieder wunderschönen guten Tag an den Chat. Schön, dass du mit dabei bist. So, wir könnten ansonsten jemanden rechtmäßig einkehren. Ja, braucht man jetzt tatsächlich nicht. Ist auch eine ältere Frau jetzt hier inzwischen, die uns nicht gefährlich wird. Nicht wirklich. Könnten hier Titel erben, na gut, Hofarzt an, na, brauchen wir auch nicht. Wir könnten hier mit unserem Halbbruder noch anbündeln, der ja auch durch uns ja Land bekommen hat. Sehe ich jetzt auch noch nicht als notwendig, denn es ist ein internes Bündnis. Wir sind aber intern ziemlich stark aufgestellt, also relativ fest im Sattel. Wir könnten hier nochmal Geld erbitten durch unseren guten Freund, unseren besten Freund und gleichzeitig den obersten Priester unserer Religion, des apostolischen Glaubens. Aber da werden wir jetzt erstmal nicht weiter drauf eingehen, sondern werden hier überlegen, ob wir nicht sogar noch, bevor wir dieses Reich vernichten, noch jemanden angreifen können, intern. Ne? Also erstmal hier für einen Moment Leiter laufen und eine Fraktion hat sich aufgelöst. Weitere Populisten. So. Schauen wir, wie es da weitergeht. Ja, ist noch nicht viel passiert. Ich bin relativ spät da und man sieht ja auch ein paar kleine Änderungen hier. Nichts verpasst. Neues Kulturinteresse wurde entdeckt, die Gutsherrschaft. Okay. Sie wird jetzt hier erforscht, weil wir sind Oberhaupt, okay. Aber ich glaube, da gibt es bestimmt sinnigere Dinge. Zum Beispiel, wie wäre es denn mit Landvögte? König, wir haben hier keine besonderen Sachen. Königliches Vorrecht. Das wäre doch mal ein Ding. Der sich hier noch mehr sichert, seine Position. Wir werden jetzt hier gucken, ob wir Leute in diese Fraktion bekommen könnten. Aktuellem Stand ist das nicht der Fall. Wir könnten den Dukes von Thessaloniki vielleicht mit rein. Und er lädt uns rein, Ratspitze zu werden, was unsere Komplottstärken nochmal enorm erhöht. Also das werden wir annehmen, dem Falle. Denn er weiß nicht, was ihm blüht, dem kleinen Kaiser, dem kleinen Basileus. Wird man uns denn hier mit ihnen irgendwie vertraut machen? Er ist hier der Stärkste, würden uns mit ihnen beeinflussen. Eventuell würde er uns unterstützen bei dieser Auflösungsfraktion, wer weiß. Nach aktuellem Stand sind wir nicht stark genug, um diese Auflösungsfraktion durchzusetzen. Ne? Der Basileus hat ja fast mehr als doppelte Mannstärke. Wir haben nur 5000 Mann, das ist ein bisschen wenig. So sei es. Wir gehen weiter, gehen hier mal auf Speed 4. Wir werden erstmal für den Moment gucken, was wir tun können und was erstmal für den Moment lassen. Denn hier interne Kriege, eine Fraktion wurde gegründet, denn man möchte Prinz Leon an die Macht bringen. Ja. Werden mehrere Fraktionen noch ausgelöst werden, denn es gibt viele, die unzufrieden sind mit so einem kleinen Kind. Aber hier hat sich schon niemand angeschlossen, unserer Fraktion mit 2000 Mann. Meine Tochter, meine Erbin. Ogada, ihr wart so tapfer. Ihr dürft wieder Namen reinschreiben in den Chat. Dann kann ich die hier mit einnehmen. Aufnehmen. So stark. Worte können nicht beschreiben, wie stolz ich bin auf euch. Und nun haben wir eine perfekte kleine Tochter. Eines Tages, mein Kind, wirst du mein Vermächtnis weitertragen. Welcher Name passt zu einer derart mächtigen Person wie dir? Eines Kind. Nare wird hier vorgeschlagen. Okay, ein mir nicht geläufiger Name? Nehmen wir aber. Würdest du stark und weise sein, mein kleines Kind? Und du wirst natürlich hier erstmal ausgewürfelt, in welche Richtung du dich entwickeln wirst. Auch wenn wir nicht mit dir weiterspielen werden, unter keinen Umständen. Aber
Trotzdem ist es interessant, wie es sich damit weiterentwickelt. Wir haben eine 5 von 10, das heißt, wir gehen von oben los und wir sind mit einer 5 dann bei Verwaltung angekommen. Nehmen diesen Schwerpunkt, weichen das einmal ab. Und natürlich bekommt die Kleine auch einen Vormund. Hier wäre doch die Mutter die beste Idee, als Vormund auszuwählen. Denn wir sind gerade mit anderen Dingen beschäftigt, so möchte man das mal sagen. Übrigens unser Onkel hier, der Prinz Krieger der Dritte. Ah, Vasall von euch, okay. Ja, dann war das doch richtig gedacht. Meine Gattin, 18 Jahre jung, auch noch relativ jung, ne, 30 Jahren. Mögest du weise und stark. Ein armenischer Name. Okay, dankeschön. Wir könnten Hof halten, werden wir aber erstmal sein lassen. Das Kind wird auch direkt unterrichtet und hier ist eine Person gestorben. Ja, ich finde die Kamera noch nicht perfekt. Ich glaube, ich werde die gleich nochmal umschalten. Aber erst zur nächsten Folge dann. Lassen wir jetzt hier erstmal weiterlaufen, gucken, was hier passiert. Deinen Griechischlehrer finden. Mhm. Und den Hauptsitz entwickeln. Beeinflussung. Ja, wir versuchen hier den Dux Gennadios von Thessaloniki zu beeinflussen. Und in unseren letzten Briefen brachte der Dux das Bedürfnis zur Sprache, dass wir uns doch mehr auf seine Ambitionen und Interessen konzentrieren könnten. Mhm, die haben wir auch. Vielleicht kann man die miteinander verbinden, wer weiß. Natürlich könnte ich dafür sorgen, dass die nächsten Briefe sich mehr um ein Thema drehen, das ihm am Herzen liegt. Mhm. Ja, er ist auch ein Krieger. Wir wissen sein Kriegsgeschick zu schätzen. Das werden wir nehmen, denn wir wollen ihn genau damit auf unsere Seite bringen. In seiner Antwort unterstützte er meinen kurzen Abstecher in persönlichere Themen. Jetzt muss ich nur noch vorgeben, etwas über Kriegskunst zu wissen. Unterhalten wir uns ausführlicher. Genauso stelle ich mir das vor. Gucken hier auch weiter rein. Bisher, wie gesagt, hier unser Nachbar, der auch georgisch ist, also nicht armenisch, aber georgisch hier im Norden mit dabei wäre. Wäre natürlich ein Ding, wenn wir ihn da mit reinbringen können. Und wir bekommen im Ränkespiel einen weiteren Perk. Finstere Erkenntnisse wäre eine Möglichkeit. Mhm. Ein Ränkespiel oder ein Kampfgeschick. Wenn jemand gefoltert wird, ja, ich sehe ihn jetzt weniger als Folterer. Komplotte stören, Geheimnisse aufspüren. Mordkomplottstärke. Entführer für alles gewappnet. Gegnerische Erfolgschance. Mhm. Erfolg schon feindselig ist Komplott. Ja, dann gehen wir doch hier in die Richtung. Denn wir hatten jetzt ja auch einige Leute umgebracht. Deswegen passt auch schnelle Hinrichtung ganz gut, finde ich. Uns eine Fraktion wurde geschaffen, eine weitere. Gehen wir mal rein. Er gibt es hier, ja, er will das Byzantinische Kaiserreich haben. Da sind doch 7 Leute mit dran. Teilig, das möchte ich eigentlich nicht. Ansonsten Unabhängigkeitsfraktion. Hier gibt es auch ein Ultimatum. Oh, eine Freiheitsfraktion, wo hier ganz viele teilnehmen. Ich will eigentlich nicht, dass die getriggert wird, denn dann... ist ein bisschen blöd, ehrlich gesagt, wenn die getriggert wird, denn die können sich dann nicht unmittelbar wieder einer Fraktion anschließen. Experimente. Ich bedanke mich aufrichtig bei Gewond, während er mich wütend durch einen alchemistischen Nebel anstarrt. War nicht einfach, jemanden zu finden, der freiwillig meine Sammlung an Substanzen an sich erproben lässt. Für ihn war es ein Nachmittag voller Schmerzen, brennender Empfindungen, gelegentlicher Bewusstlosigkeit. Okay, also wir gehen hier doch in ein paar Experimente. Könnte getötet werden. Das ist unser Hofantiquar, den wir... Ne, der mag uns, er liebt uns über alles, er würde alles mit sich machen lassen, aber wir haben eher eine... Ja, Haltung über ihn so, es ist uns eigentlich fast egal, wie er über uns denkt. Und ich sage einen wunderschönen guten Abend an den Chat nochmal. Wir werden hier, wir sind noch nicht ganz fertig, ja, er wird das jetzt einfach mal erproben. Wir bekommen riskante, experimentelle Gifte. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Und er ist dadurch gestorben. Das ist natürlich schade. Naja, oh, autonome Vasallen wurden hier erlassen, das finden wir nicht so gut. Damit schränkt er uns weiter ein. Glaube ich, auch Manpower kosten könnte. Ah, können wir hier nochmal welche ausheben? Nee, leider nicht. Schade, wir möchten ihn hier außerdem auch reinholen. Könnten wir ihm ein Geschenk schicken? Ja. 150 Gold, 44 Meinung, das machen wir. Und dann bekommen wir mich durch Spikey. Das Geschenk ist unsere Hauskatze. Der Blick aus 2 grünen Augen folgt mir durch den Gang und ein leises Miau ist zu hören, als Spikey mein Bein anspringt. Meine Katze hat zwar schon bessere Tage gesehen, doch durch ihr Alter ließ sie sich noch nie aufhalten.
Als das Tier weggestolziert, sehe ich, dass es mir ein Versteck ein funkelndes Geschenk hinterlassen hat. Danke, mein Guter. Ja, zahlt sich aus, Tiere zu halten. Also hier, die beiden Parteien wären sehr gut, wenn die mithelfen würden. Die sind Armenier und Georgier zwar leider den orthodoxen Glauben folgen inzwischen, aber uns halt sehr, sehr nah kulturell betrachtet. Dementsprechend wären das natürlich gute Möglichkeiten, ihn hier ranzuholen. Wir schauen nochmal auf die Fraktionen. 3 Mitglieder hätten wir mittlerweile und sind immer noch zu schwach, um das durchzusetzen. Hier hat sich auch noch jemand in unserer Nähe dran beteiligt. Wir könnten aber niemanden einladen. Lux von Thessaloniki. Den könnte man über theoretisch mal ein Geschenk schicken. 150 Gold auch hier. 97. Er, meine von euch über ihn. Ja, wir wollen ihn ja auch eher beeinflussen, dass er sich der ganzen Sache anschließt. Das ist ja der Hintergedanke dabei. Hier, das Ding kann in 2 Monaten passieren. Boah, das finde ich nicht gut, ehrlich gesagt, aber so ist es leider. Ärgerlich. Da müssen wir wahrscheinlich noch länger drauf warten. Bis dahin werden wir erstmal die Muslime hier im Süden vertreiben, die auch noch Teilbesitztümer haben, die wir brauchen. Unter anderem hier wäre jemand. Die Dinge, die wir teilen. Wenn wir uns über das Leben unterhalten, sind meine Gemahle und ich oft einer Meinung. Ich weiß einfach, dass Gadar versteht, wie ich die Welt sehe. Welch ein Glück, jemanden an meiner Seite zu haben, der mich versteht. Schön. Hier könnte man überlegen, ob wir einfach in den Krieg mal reingehen, denn wir haben Ansprüche. Und da ist der Krieg übrigens ausgebrochen. Dux Potius beginnt diesen Krieg. Damit hat der Kaiser vielleicht wahrscheinlich deutlich weniger Truppen, als er gerade eben hat. Aber das werden wir beobachten. Wir schauen mal hier gerade auf die Stärke. Okay, in 31 Monaten. Ja, und hier geht es um das Byzantinische Reich. Prinz Leon, den könnte man eigentlich wieder versuchen umzubringen. Dass, wenn er in die Macht kommt, er trotzdem den Titel wieder verliert. Das machen wir. Wir sind ein Intrigenspinner. Wir wollen hier ein schwaches Byzanz und keinen starken Herrscher hier auf den Thron. Wir wollen dieses Reich vernichten. Und zwar von innen heraus. Gut, hier sehe ich ein kleines Land. Ist übrigens apostolisch. Schön. Hier hätten wir die Möglichkeit, einen Krieg zu fingieren. Nee, wir haben keinen Kriegsgrund gegen ihn, weil wir jetzt Untertan sind, ne? Das habe ich ganz vergessen. Da wir jetzt schon Untertan sind, können wir keine religiösen Kriege mehr führen, denn unser Lehensherr ist nicht unserer Religion zugehörig. Natürlich schade. Wir könnten, ist aber auch armenisch und apostolisch, ein benachbarter Mitvasall, also sehe ich da eigentlich keinen Grund, ihn da anzugreifen. Auch er ist hier sehr auf unserer Seite. So Druckmittel wären ganz gut. Aber da brauchen wir noch... Haben wir noch keine Möglichkeit, 2 deine Sachen machen. Du bist böse, ja? Ja, so ist nun mal Politik, mein guter Murphy. So und nicht anders. Wir befinden uns hier im Mittelalter und wenn man selbst wachsen möchte, so muss man andere große, starke Mächte vielleicht erst einmal schwächen. Ein Schreck der Nagetiere. Schön, meine Residenz war noch nie so frei von Ratten. Wir bekommen einen massiven, gewaltigen Lebensbonus. Unsere, ja, sehr schön. Und unsere Frau ist wieder schwanger. Das geht doch hier Schlag auf Schlag. Wir werden vielleicht auch noch ein Bündnis hier eingehen können mit jemandem guten, starken, sinnvollen. Nee, mit dem Kaiser selbst wäre natürlich Quatsch. Hamaracha, ja, ist auch Quatsch, was hier wieder vorgeschlagen wird. Pala-Königreiche, ne. Orianisch, Gälisch, Alba könnten wir, also mit quasi mit Schottland wäre auch Quatsch. England wäre hier möglich. England wäre fast schon wieder eine Idee, aber mit einem alten Sack zu verheiraten, ist schon wieder komisch. Pratihara sind hier, die wir ja auch kennengelernt haben. Lava, nee, sehr sicher nicht. Die Polaben wären mögliche Bündnispartner. Ich weiß gar nicht, wie stark sie sind. 4000 Mann. Ja, ist aber natürlich ein Stück auch weit weg, die Polaben. Muss man sich gut überlegen, ob man das macht. So, wir werden das erstmal weiterlaufen lassen. Auf eine Jagd gehen jetzt für den Moment. Sehe ich noch nicht. Wobei, er ist athletisch, dann passt das doch ganz gut. Eine Nation wurde geschaffen, eine weitere. Okay, auch sehr schön. Wir gehen hier auf eine Jagd. So, da ihr einen Oberjägermeister an euren Hof habt, wird die Jagd öfter erfolgreicher. Ist sehr teuer, die Geschichte, auch hier, das werden wir einmal gehen. Und auch diese Chance nutzen, auf der Jagd mit Leuten darüber zu reden, wie wir unseren Lehnsherrn vielleicht unterjochen können.
Sieg über die Bestie. Man könnte das Tier für eine Kreatur der Legenden halten. Vielleicht gar für eine Gottheit in verwandelter Gestalt. Murphy, ist von dir die Rede? Ich bin mir nicht sicher. Wölfe werden groß, aber so gewaltig? Auch nachdem die Bestie verwundet war, dauert die Verfolgungsjagd einen halben Tag lang. Sie ist nach wie vor ein beeindruckender Anblick, auch tot am Boden vor mir. Graf Rigor ist ebenso vor Ehrfurcht ergriffen. So etwas habe ich noch nie gesehen, mein Fürst. Wir könnten eine Trophäe machen. Für unsere Tochter. Wir könnten ein schwaches Druckmittel machen. Erheben gegen unseren Halbbruder. Nee, gegen Graf Rigor, ne? Unseren Halbbruder. Oder wir sagen, wir bekommen ein Wolfschädel-Artefakt. Aber weil wir demütig sind, ist das nicht ganz so passend. Aber ich finde das gerade thematisch sehr, sehr passend mit diesem Komplott, ne? Und dann wird er sich das mitnehmen. Einen wunderschönen guten Tag, Ripper. Ja, neue Cam. Und ich erzähle gleich während den Folgen einmal was dazu. Schädel eines Wolfes aus Chachan. Das Tier soll schrecklich gewesen sein. Und diesen werden wir doch einfach mal in unserer großen Halle auch ausstellen, wo auch jemand darauf wartet, bei uns Audienz zu finden. Hier so. Also okay, ist jetzt echt nicht so beeindruckend, der Kopf. Habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Bin ich ganz ehrlich. Schade. Das war nicht so beeindruckend. Naja, wir haben hier eine... Nee, keine Hofeigenschaft mehr. Schade, dann doch nicht. Wir lassen hier nochmal weiterlaufen. Was hier noch passiert. Und haben die Rückkehr aus der Wildnis. Haben immer noch den kleinen Dolch in der Hand. Nun gut, trotz aller Schwierigkeiten lief die Jagd ausgezeichnet. Ein trauriger Tag. Meine Katze Spikey ist nicht mehr so jung, wie sie einst war. Und als mir auf den Schoß klettert, spüre ich, wie sie zittert. Ich streichle sanft ihr schwarzes Fell und höre mir bis lang in die Nacht ihr Schnurren an. Als sich schließlich Stille herrscht, wird mir klar, dass sie nie mehr erwachen wird. Spikey ist tot, unsere Katze, die wir jetzt schon sehr lange hatten, verstorben. Wir könnten auch aus ihr ein Artefakt machen, aber das fände ich ein bisschen geschmacklos. Wir verlieren unsere Hauskatze. Aber sind noch einige Jahre lang rattenfrei durch sie. Und bekommen einen Sohn und Erben. So, wieder an den Chat, ihr dürft wieder Namen reinschreiben, wie unser Haupterbe nun heißen soll. Ogada, meine wunderschöne Frau, ihr wart so tapfer, so stark. Worte können nicht beschreiben, wie stolz ich bin auf euch. Und nun haben wir einen perfekten kleinen Sohn. Eines Tages, Kind, wirst du mein Vermächtnis weitertragen. Doch welcher Name passt zu jemandem, der deinen zukünftigen Titel trägt, nämlich hoffentlich das Großreich von Armenien. So, noch ist kein Name vorgeschlagen, aber ich würde hier einmal würfeln, in welche Richtung die Person geht. Und würfle eine 10. Das heißt, der geht auf Diplomatie. Ja, weil immer so rum. Diplomatie. Und bekommt auch uns selbst als Vormund, denn es ist ein männlicher Erbe, es ist der Haupterbe. Dementsprechend wird hier vorgeschlagen Gregor. Gregor Klegan. Vielleicht wird er ein solcher. Halbwegs armenisch. Ich weiß ich nicht. So. Mögest du stark und weise werden, mein Sohn. Und mit dieser Sache beenden wir erst einmal die Folge hier für YouTube. Und der Plan steht nach wie vor. Wir werden diesen Kaiser hier stürzen. Und er schlägt sich doch erstaunlich gut gegen einen Aufstand. Schauen wir, was daraus passieren wird. Bis dahin, haut rein. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao.